Und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Und es ist endlich soweit, ihr habt es im Pre-Intro schon gesehen. Ark Eternal ist jetzt am Start, die Modifikation, die ich jetzt ausprobieren möchte. Und ich hatte ursprünglich versucht, Primal 4 und Eternal parallel laufen zu lassen, aber ich hatte schon direkt, als ich versucht hatte, die Primal 4 Crafting Station zu craften, einen Crash von Ark gehabt. Und das hat so also leider nicht funktioniert. Ich kann die beiden Mods leider nicht parallel laufen lassen. Ich habe es versucht. Es heißt eigentlich, dass man Eternal im zweiten Slot laufen lassen kann, parallel zu anderen Kreaturen verändernden Mods. Aber das geht wohl nicht und ich werde es jetzt aus Gründen der Stabilität nur bei Eternal halten, weil Eternal meiner Meinung nach der Mod ist, der ja am interessantesten ist irgendwie von den Viechern, die reingebracht werden und so. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf jetzt. Es heißt auch nicht, dass wir jetzt ständig nur noch Eternal machen. Vielleicht werde ich zwischendurch auch mal wechseln. Mal schauen, ihr werdet sehen. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal Eternal am Start. Und ich habe auch nochmal für den Fall, dass ich irgendwelche Engram Points für irgendwelche Items brauche, einen Mindwipe Tonic genommen, damit ich, das wollte ich ja sowieso machen, meine Engram Points mal wieder zurücksetze, weil ich konnte ja nichts mehr vergeben. Das ging ja nicht mehr. Und deswegen habe ich jetzt hier wieder die freie Auswahl. Es kann sein, dass ich zwischendrin mal wieder dann Sachen freischalten muss, die ich schon mal freigeschaltet hatte. Und jetzt habe ich ja zum Beispiel auch die Settle Workbench. Das heißt, da muss ich jetzt die Settle auch nicht mehr freischalten. Da spare ich auch enorm viele Engram Points. Darf nur nicht vergessen, dass ich die Workbench habe, dass ich die Settle dann da dran mache und nicht die wieder freischalte, weil dann verschwende ich nämlich wieder Engram Points. So, dann haben wir jetzt hier nämlich ein paar Items, die ich schon freigeschaltet habe für Eternal. Unter anderem die Eternal Workbench. Und die habe ich jetzt schon mal gecraftet. Da kann man nämlich alle Sachen machen, die man für Eternal so braucht. Und ich will jetzt mal schauen, ob ich davon schon einiges vielleicht jetzt schon machen kann oder nicht. Oder, ja, wir werden mal sehen, was ich da jetzt machen kann. Ich habe die hier mal aufgebaut neben dem Generator. See you later, Generator. Und das ist eigentlich, muss ich mal sagen, wenn ich das jetzt sowieso angucke, ist ein schönes Item eigentlich so. Also, muss man auch mal würdigen. Haben sich Mühe gegeben. Hier ist so eine schöne Axt, die so ein bisschen anders aussieht als eine normale Axt. Dann ein Steak, wo die drin steckt. Da so hinten so ein paar Narkotikbecher. Und ich glaube, das sind tatsächlich auch teilweise Items, die hier zu sehen sind, die schon Modelle sein sollen für die Ground Meshes, also für die Darstellung der Objekte, wenn die auf dem Boden liegen, die irgendwann noch kommen soll. Ich glaube, das ist zum Beispiel, wenn man hier so ein Steak irgendwann wegwirft, dann ist dann nicht mehr ein Sack da. Jetzt ist ja so ein Päckchen ist ja jetzt momentan da, sondern dieses Steak. Und das haben die wahrscheinlich benutzt, die Modder, als Modell. Sieht zumindest ganz danach aus. Ich glaube nicht, dass das selber modelliert ist. Es sieht so Vanilla-mäßig aus irgendwie, wenn ihr versteht, was ich meine. So, dann gucken wir mal da rein. Was können wir denn da jetzt machen? Wir können einen Ghillie-Suit machen. Und wir sehen, wir brauchen Orange Crystal dafür. Da weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht, wo ich das herbekommen soll. Orange Crystal, keine Ahnung. Das brauchen wir wahrscheinlich auch für alles, ne? Ansonsten Organic-Polymer wüsste ich noch. Blue Crystal brauchen wir ja auch. Da habe ich keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich dafür irgendwelche Tiere töten, um das zu bekommen. So, dann können wir hier noch weitere Dinge machen. Weapons. Wir können Ammo machen. Da brauchen wir aber auch die Kristalle dafür. Wir können aber auch Eternal Poison Arrow machen. Da brauchen wir keine Kristalle oder spezielle Ressourcen. Da brauchen wir noch Standard, Pfeile und Narcotics, also Narcoberries. Hier genauso der Eternal Carbon Poison Arrow. Ich weiß ehrlich gesagt, die Unterschiede kenne ich jetzt nicht. Hier steht jetzt in Armor ein Hide Piercing Metal Arrow dipped in Tranquilized Potion. Potion. Genau, dann haben wir hier noch mit Biotoxin die Varianten und hier nochmal einen mit Kristallen. Ich glaube, die hier sind fürs Zähmen dann sehr wichtig. Und Eternal Grappling Hook, da braucht man alle möglichen Kristalle dafür. Ich frage mich, wo dann der Unterschied ist zwischen einem normalen Grappling Hook und dem Eternal Grappling Hook. Aber das werde ich alles noch lernen. Ich sollte vielleicht an der Stelle jetzt auch sagen, dass ich von diesem Mod
keine große Ahnung habe. Ja, und ich habe mich auch nicht irgendwie in Videos oder so informiert. Das mache ich auch nicht, denn ich möchte das natürlich selber entdecken und selber überrascht werden von bestimmten Dingen, die hier so in dieser Modifikation passieren. Ich werde jetzt trotzdem allerdings mal ein bisschen rumfliegen und mir einfach mal ein bisschen die nähere Umgebung angucken. Einfach nochmal, um zu schauen, ob ich irgendwelche interessanten Tiere sehe, die mir vielleicht... Ah, Moment, da muss ich noch was anderes erklären, bevor ich das mache. Haha, ich habe nämlich noch eine andere Mod an den Start gebracht, die ihr mir auch noch empfohlen habt, parallel dazu. Und zwar das Super Spyglass. Das ist nämlich eine Kombination aus Vergrößerungsglas und Fernglas. Und ich muss mal schauen, muss ich das freischalten? Ja, das muss ich freischalten, das machen wir auch mal gleich. Und das bauen wir auch mal gleich, würde ich sagen. Ich hoffe, das kann man einfach normal im Inventar machen, das Super Spyglass. Nicht, dass ich dafür noch irgendwas brauche. Schauen wir mal, was das hier... Super Spyglass. Detailed Stats, Shows Wild Tamed. Genau, das craften wir jetzt mal direkt, würde ich sagen. Sehr gut, jetzt müsste ich es auch craften können. Ich mache gleich mal direkt 2, weil es durchaus sein kann, dass ich sterbe und dann vielleicht es nicht wiederbekomme. So. Genau, den Rest hier von den Ressourcen, den packen wir hier wieder rein. So, und das packen wir auf Reserve hier rein. Genau. So, dann nehmen wir mal den Petri. Genau, ihr könnt ja Vorschläge machen, das wollte ich sagen. Ihr könnt ja Vorschläge machen, wie ich mich denn noch leveln soll. Auf welche Stats, auf welche Werte und so. Und jetzt muss ich hier mal doch... Ah, der Pteranodon hat auch ein Level up. Das können wir dem auch gleich mal geben. So, jetzt brauchen wir Stamina wieder. Die Tiere, die ich jetzt natürlich standardmäßig im normalen Arc gezähmt habe, die sind natürlich nicht weg, die sind noch da. Aber das Problem ist jetzt, die haben natürlich, die ziehen den Kürzeren gegenüber den Tieren aus Eternal, ne? Die Tiere aus Eternal haben ja zum einen Spezialfähigkeiten und zum anderen, ja, sind die halt einfach stärker, die haben höhere Level. Das heißt, bei Eternal erhöht ja die Standardlevel auf 600. Das können wir auch gleich mal überprüfen, indem wir uns hier mal ein paar Tiere angucken. Hier ist ja schon so ein Tarpejara, so ein spezieller. Er müsste eigentlich... Eternal... Nee, Moment. Elemental Poison Tarpejara. Der hat jetzt Level 55. Okay, warum hat er jetzt Level 55? Müsste der nicht eigentlich Level 300 sein? Vielleicht muss ich auch nochmal, dadurch, dass ich vorher Primal 4 noch drauf hatte, vielleicht muss ich da nochmal einen Destroy Wild Dinos machen. Kann durchaus sein. Um die volle Experience zu kriegen hier. Die volle Eternal Experience. Bei mir ist auch aufgefallen, als ich noch parallel Primal 4 drauf hatte, da sind einige Viecher, also riesige Viecher, nur kurz aufgeplöpst. Also so für einen halben Frame oder so. Und wieder verschwunden. An der Stelle waren dann irgendwie... Da! Da waren dann so Funken. Ist das jetzt immer noch? Nicht, dass ich jetzt getötet werde. Da waren dann so riesige Felder mit Funken. So, mal gucken. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Was ist das hier? Ich glaube... Ja, hier! Ich sollte vielleicht wegfliegen. Ich weiß nicht, was es ist. Aber das ist immer noch da. Vielleicht muss ich echt nochmal... Was war das? Ich hoffe, ich werde nicht... Ah. Okay. Ist da wer gestorben? Warte mal. Da ist, glaube ich, einer gestorben. Guckt mal. Da ist ein Terrorbird. Oder schläft der? Kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist es jetzt schon total abgefahren, wie farbig diese ganzen Viecher jetzt sind. Man kommt sich vor wie in einem Nachtclub mit lauter Viechern, die irgendwie total übertriebene Färbungen haben. Das ist schon irgendwie ein bisschen lustig. So minimal witzig ist das schon. Lande! Gott, wo landest du denn schon wieder? Du solltest da oben auf der Spitze landen, Herrgott, noch eins. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung über die Tiere. Ihr könnt mich, wenn ihr diese Mods spielt, könnt ihr mich gerne aufklären über bestimmte Sachen oder was ich zuerst zähmen soll. Weil da stehe ich jetzt momentan auch echt auf dem Schlauch. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich anfangen und wie ich aufhören soll. Ich habe keine Ahnung. Also, hier haben wir jetzt zwei Mentisten. Die haben irgendwie, die sind irgendwie auch krasser. Die sind auf jeden Fall farbig und haben sogar die gleiche Farbe. Hier vorne ist eine blaue Mentis. Da hinten ist eine blaue Mentis. Die habe ich auch schon relativ häufig gesehen beim probeweisen Durchfliegen. Also es ist der Wahnsinn, was jetzt hier alles an Viechern rumläuft. Und ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung, was jetzt jedes einzelne Tier da kann oder macht oder... Es gibt einige, die haben irgendwie Blitze gespuckt, wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, was jetzt durch Primal 4 und durch Eternal reinkam. Da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich ja am Anfang kurzzeitig noch beide parallel getestet hatte, aber das hat einfach nicht funktioniert. Da ist schon wieder sowas aufgeplöst. Was ist denn da? Hä? Da ist schon wieder, habt ihr das gesehen? Sind das irgendwelche Bosse? Kann sein, dass das Bosse sind, oder? Guckt mal hier, hier glüht's.
Oder muss ich an den Stellen dann irgendwie einen Boss beschwören oder so? Fragen über Fragen. Meine Güte, ey. Da gibt es jetzt ganz viele Sachen, die ich nicht weiß und die ich erstmal lernen muss. Und ich muss essen. Das ist auch wichtig. Das ist unglaublich hier. Was, meine lieben Freunde, was wir jetzt hier vor uns haben. Ich muss quasi Ark nochmal komplett neu lernen eigentlich. Ich muss komplett bei Null anfangen, weil ich keine Ahnung habe. Und das ist irgendwie auch reizvoll. Auf einer gewissen Art und Weise ist das echt spannend. Das ist eine neue Herausforderung, definitiv. Wenn ich alleine schon da unten die Viecher rumlaufen sehe. Die hier. Fallen Haufen Tabejars sind jetzt hier unterwegs. Nein! Shit, der greift mich ja an. Warum? Ich habe noch nichts getan. Oh shit. Jetzt fange ich an zu stinken. Guckt mal. Ich stinke jetzt. Schnell weg. Bloß schnell weg. Okay. Was auch immer mit diesen farbigen Viechern los ist, ich sollte versuchen, nicht in ihre Nähe zu fliegen. Könnte unter Umständen tödlich sein. Da vorne ist ein roter Tabejar. Mit dem möchte ich mich definitiv nicht anlegen. Weil ich glaube, rot bedeutet immer in diesen Mods, dass die erhöhte Schadenswerte haben. Mal davon abgesehen, dass wahrscheinlich sowieso jedes Tier hier erhöhte Schadenswerte hat. Aber das war jetzt gerade schon, glaube ich, ein bisschen knapp. Aber er hat mich jetzt auch nicht gekillt oder so. Also er hat jetzt meinen Patreon nicht gekillt. Das war noch okay. Vielleicht habe ich einfach nur Schwein gehabt. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß jetzt auch nicht, was dieser Art von Tabejara da genau gemacht hat. Das Einzige, was ich halt mal gemacht habe, ich hatte so ein bisschen grob das Frequently Asked Questions auf der Seite für Eternal gelesen. Auf der Webseite. Das habe ich mal durchgelesen, einfach nur um zu schauen, ob es irgendwie Probleme geben kann mit irgendwas oder ob ich auf irgendwas achten muss. Aber da wird ja nicht gesagt, wie man jetzt am besten vorgeht. Deswegen muss ich da jetzt ein bisschen bei Null anfangen. Ich könnte mir jetzt natürlich erstmal irgendwas suchen, was ich eventuell zähmen möchte. Was ist denn das da unten? Der Tapejara ist am Blubbern, guckt mal. Wow, da kommt ein Döni mit angeflogen. Ein blaues. Der Tapejara hängt fest, oder? Der blubbert und hängt fest. Was ist denn das da unten? Da ist was Blaues. Eine blaue Motte. Ist der Tapejara eigentlich jetzt aggro auf mich? Der hier? Ja. Ist er. Das ist aber schon krass, oder? Dass diese ganzen Elemente... Wow, er kommt sogar! Was soll ich sagen, ist der langsam. Das ist aber schon heftig, dass die so aggro auf einen werden, oder? Ich meine, das ist ja schon... Wie, vor allem, wie lange der die Aggro behält. Schnell außer Reichweite fliegen. Das ist ja heftig. Gut, dass ich den Pteranodon habe. Ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn ich hier... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Weg? Ja, weg. Okay. Kann ich mich hier mal... Kann ich hier mal Stamina recken? Alter, scheiße, eine Wyvern. Okay. Vielleicht eher wegfliegen. Da fliege ich lieber zum Tapejara. Was ist das denn? Guckt euch das mal an. Ein blaues Pferd. Bist du aggro auf mich? Anscheinend nicht. Was ist das? Warte mal, ich habe doch ein tolles Super-Mega-Fernglas. Ein Prime-Equus. Das hat sogar schon Torpor. Warum hat es Torpor? Was ist das? Ein Dodo. Ein Eternal-Dodo. Level 25? Oho. Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Ah, da hinten ist ein Tauberbord. Oh Gott. Meine Freunde, ey. Was hier abgeht. Also das Pferd hätte ich gerne, muss ich sagen. Aber ich wette, ich muss irgendwas ganz Schlimmes dafür tun, um es zu bekommen. Der Tapejara, sag ich schon. Der Dings hat ein Level up. Ah, guck mal, wir haben natürlich auch einen Immortal-Sattel. Das war übrigens mal der Ascendant-Sattel, den wir hatten. Der ist jetzt ein Immortal-Sattel. Der wurde anscheinend umgewandelt durch den Mod. Und wahrscheinlich hat er dadurch irgendwelche Spezialfähigkeiten. Vielleicht hat uns das gerade vor den Auswirkungen geschützt. Von der Attacke von dem Tapejara. Das kann natürlich sein. Ich weiß es nicht. Oh, was ist denn da? Ein violetter Bronto? Irgendwas spratzelt hier. Was ist das denn für ein Geräusch? Hat hier einer in die Steckdose gefasst oder was? Ihr macht das bitte nicht, liebe Kinder, in die Steckdose fassen. Oh, hier. So ein krasser Trike. Moment, da gucke ich gleich mal. Was ist das für einer? Oh, der Rex brennt. Elemental Fire Trike.
Der Rex brennt. Guckt euch das mal an. Das ist ein normaler Rex, oder? Das ist kein krasser Rex. Guckt euch das mal an. Was geht denn hier ab? Alter. Oh Mann. Der ist gleich tot. Der ist gleich tot, der Rex. Guck mal. Ja, der Trike hat gewonnen. Seit langem habe ich das mal wieder gesehen, dass ein Trike gegen einen Rex gewinnt. Der Wahnsinn, was ist hier? Hier leuchtet es irgendwie. Ach, das ist wieder so eine Stelle im Boden. Was ist denn jetzt hier? Oh Gott. Was sind das für Geräusche? Schnell weg. Irgendwas ist hier. Holy shit! Ich glaube, ich habe gerade Schwein gehabt. Das waren Drachen. Ich glaube, ich hatte gerade das größte Glück in meinem bisherigen Leben. Oh Gott. Wieso Drachen? Das war vor allem auch noch einer von diesen... Bossdrachen, ne, so. Also ich glaube so ein... Ich müsste nochmal hinfliegen, um es genau zu sehen. Um es mir mit dem Fernglas anzusehen. Ein Prime-Schwein, oder? Ist das ein Prime-Schwein? Ja, so. Prime-Dedodon. Ja, das ist ein Prime-Schwein. Das ist ja lustig. Aber das Prime-Schwein zieht gerade den kürzeren. Guckt mal. Gegenüber einem Prime... Kentrosaurus. Armes Prime-Schwein. Aber ich hätte gerne ein Prime-Schwein. Alleine schon wegen dem Namen. Ein Prime-Schwein. Wer kann schon sagen, dass er ein Prime-Schwein hat? Nicht so viele Menschen können von sich behaupten, ein Prime-Schwein ihr eigen nennen zu können. Ja, oh Gott. Erinnerungen kommen hoch. Soll ich jetzt weiter forschen hier? Moment, Moment, stopp. Was ist das? Ein Elemental Lightning Allosaurus. Warum hat denn der schon so viel Torpor? Hat er gegen irgendwas Torpor verursachendes gekämpft? Torpor sinkt aber ganz schön. Boah, das wäre natürlich Bombe, wenn man den jetzt... Wenn man jetzt schaffen könnte, den nochmal nachzubetäuben und dann legen könnte. Aber der hat nur Level 20. Thylakoleo da hinten. Prime Thylakoleo. Okay, also diese hellblauen Viecher sind immer Primes. Schon mal was dazugelernt. Da hinten ist ein Äffchen. Ein rotes. Ist das ein Feueraffe? Elemental Feueraffe? Alpha Gigantopithecus. Oho. Zähmt man den genauso wie den normalen? Oder muss ich da irgendwas anderes Tolles machen? Ich meine, gut, er ist ein Alpha. Das läuft bestimmt nicht so wie beim normalen Alpha, oder? Das läuft bestimmt anders ab. Wird der eigentlich Akku, wenn ich lande? Hallo. Hallo. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Er reagiert nicht. Das finde ich schon mal... Oh, aber hier ist ganz viel Konkurrenz. Ist das da hinten? Was ist denn das für ein Bär? Da ist noch ein Bär. Was für ein Bär ist das? Alpha-Dire-Bär. 105. Da hinten ist noch einer. 125 Alpha-Dire-Bär. Ja, ne? Schon verlockend so ein bisschen, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich da vorgehen muss, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt natürlich kein Tier, von dem aus ich jetzt groß schießen kann. Ich müsste vielleicht mal doch versuchen, in meine alte Base zurückzufliegen. Also einige haben ja schon gesagt, ich soll dann die Schnellreise nutzen. Vielleicht mache ich das sogar. Und dann einfach mal den Griffin für solche Viecher benutzen, weil dann kann ich nämlich schön von oben schießen, kann die schön betäuben. Das ist, glaube ich, die schlauste Methode, um schnell an mal so ein Alpha-Tier zu kommen. Ich muss nur vorher diese Arrows craften, glaube ich. Ich weiß halt nicht, ob ich zuerst ein Elemental ziehen soll und dann erst ein Prime oder Alpha. Oder ob die Reihenfolge schon vorgegeben ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oh, holy, da sind schon... Alter, sind die schnell. Alter, scheiße, schnell weg hier. Bloß schnell weg hier, ey. Himmel, Himmel, ey. Habt ihr das gesehen, was da flattert? Alpha-Wyvern. Ne, Prime-Wyvern war es sogar. Prime. Aber mich erinnert das gerade schon arg an... Hier, wie hieß es nochmal? Arc Comes Alive mit den Primes und den Elementals. Das ist irgendwie fast das gleiche sogar.
So rein vom Feeling würde ich jetzt sagen. Vielleicht ein bisschen besser gebalanced. Elemental Poison Thylacoleo. Oh. So, so, meine lieben Freunde. Was es hier nicht alles gibt. Was es hier nicht alles gibt. Wisst ihr was? Ich scheiß jetzt drauf. Ich gebe jetzt die Level. Mich nervt diese grüne Schrift da oben. Ich gebe jetzt die Level alle in Leben. So. Wahrscheinlich war das jetzt falsch. Egal. Ich habe es im Singleplayer ja so eingestellt, dass ich nochmal einen Vibe Tonic nehmen kann. Man kann die ja standardmäßig jetzt nur noch einmal nehmen pro Charakter irgendwie. Oder pro Stufe. Ich weiß es nicht mehr genau. Und irgendwann ist dann Ende halt. Da kann man die dann nicht mehr nehmen. Aber ich kann das ja im Singleplayer überschreiben. Also macht euch da mal keine Sorgen. Das ist alles okay. Was ist das hier? Wartet mal, das ist auch so komisch gefärbt, das Parazia. Hat das auch irgendwelche besonderen Eigenschaften? Nee, das ist ein normales. Aber die Farben sind auch anders jetzt. Das sieht anders aus. Also es ist kein normal gefärbtes Parazia. Weil ich habe noch nie violett bzw. rosa bei einem Parazia gesehen. In diesen Farbintensitäten. Das ist schon auch anders. Also zumindest von der Farbe ist es anders. Also ihr seht schon, wir werden einiges entdecken können. Und wie gesagt, es ist ja nicht gesagt, dass wir jetzt nur noch Eternal machen. Ich werde vielleicht zwischendurch auch mal wechseln, dass ich dann von Eternal mal irgendwann auf 4 Evolved wechsle. Ne, nicht 4 Evolved, hier Primal 4. Oder auch Pugnacia, das ist auch einer, der vorgeschlagen wurde. Oder Pugnacia. Pugnacia oder so. Weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Pugnacia. Ja, so ähnlich. Und das werde ich vielleicht auch zwischendurch mal ausprobieren. Mal schauen. Jetzt ist aber erstmal Eternal dran. Ich bin sehr gespannt. Und vielleicht wisst ihr ja, woran das liegt, dass das mit Primal 4 und Eternal nicht funktioniert hat, gemeinsam. Da muss man halt immer ein bisschen gucken mit diesen Mods. Da kann es immer mal zu Inkompatibilitäten kommen. Das ist da vorne, ist ein normaler Griffin, oder? Der ist nicht irgendwie verändert. Oh, warte mal, da vorne ist ein Trike. Und irgendwie der Stego sieht auch anders aus da hinten. Das ist aber ein normaler Stegosaurus. Elemental Lightning Trike. Lightning. Das heißt doch, dass der mich blitzdingsen kann. Oh, was ist das? Es ist rot. Es ist, Moment, ist das ein Megalo? Eternal Megalosaurus. Die liegen einfach so draußen rum in der Pampa. Wie nah kann ich denn da ran? Guten Morgen. Schlafmütze. Ah! Ich wollte gerade sagen, nicht schlafen. Wuhu! Wuhu! Gleich nochmal ein Herzinfarkt hier am Ende der Folge. Ah. Oh. Gott, ich muss erst mal ganz kurz mir den Schweiß von der Stirn wischen. Ein Poison-Tabijara. Ah, die sind noch aggro auf mich, kleinen Schweinchen. Die wollen mich aufessen. Die wollen mich alle aufessen. Toll, als wenn das nicht vorher schon genug Viecher waren, die mich aufessen wollten. Jetzt wollen mich noch mehr Viecher aufessen. Boah! Warte mal, das ist bestimmt ein besonderer Bronto da unten. Das ist bestimmt nicht nur die Farbe, wartet mal. Behemoth Bronto. Oh! Schnell weg! Drache! Also Wyvern! Heftige Mega-Wyvern! Werde ich verfolgt? Nee. Oder? Nee. Puh. Oh! Oh Gott! Kampf der Giganten! Alter, weg hier! Ich bin gerade froh, dass ich mich auf diesem Wüstenplateau aufgebaut habe. Denn irgendwie scheint es so zu sein, dass dort nicht so viel los ist. Da ist nicht so viel Action. Boah, wie weit bin ich denn hier schon vom Weg abgekommen? Das gibt's ja gar nicht. Also da will ich sagen, da ist noch so ein bisschen ruhiger. Oh Gott, nein, ah, die Wyvern! Weg, weg, weg von der Wyvern, Alter. Bloß weg. Ich glaube, die kann mich mit einem Haps grillen, wenn ich nicht aufpasse. Also so richtig tot grillen. Und den Petri sowieso. Einfach wegfliegen, einfach wegfliegen. Egal, jetzt habe ich hier Frostbeulen, kriege ich jetzt hier. Egal, Wurst. It doesn't matter. We have to fly away. Oh Gott.
Oh Gott. Ist das da? Oh nein. Bloß nicht stehen bleiben. Bloß nicht stehen bleiben. Ignorieren wir das jetzt einfach alles, was da gepult und geifert. Wir dürfen nicht hier einfach anhalten jetzt. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Immer Stamina recken hier. Puh, Gott. Okay, ihr merkt schon, das wird spannend jetzt. Ich habe keine Ahnung. Und es sind viele neue Sachen drin. Und die Tiere sind gefährlicher geworden. Das sind drei Dinge, die euch sicher sehr freuen. Mich natürlich auch. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved mit der Eternal Mod. Bis dann, ciao, ciao.